Herzlich willkommen und danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich mache heute mal ein kleines Review über das UIS in UI200. Fangen wir einfach mal mit der Abmessung des Smartphones an. Und zwar ist es 61,5 mm breit, 117 mm lang und 11,7 mm dick bzw. dünn, wie man das sagen möchte. Auf der Frontseite haben wir einmal die Hörermuschel, eine LED, welche grün leuchtet, wenn der Akku vollgeladen ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Ladekabel abmache, dann leuchtet es nicht mehr. Und wenn der Akku fast leer ist, dann leuchtet es rot. Dann haben wir hier unser Herstellerlogo, darunter ein 3,5 Zoll großes IPS-TFT-Display, welches eine Auflösung von 480 Pixeln mal 320 Pixeln besitzt. Es unterstützt die Zoom-Funktion mit zwei Fingern. Und ja, darunter haben wir drei touchbasierende Buttons: den Zurück-Button, den Home-Button und den Menü-Button. Im Smartphone gibt es noch einen Lagesensor für Autorotation. Es gibt einen Prozessor, welcher mit 800 MHz arbeitet. Es unterstützt GSM-Netze von 850 bis 1900 MHz. Wir haben HSDPA 900 und 2100 MHz. Es wiegt 125 Gramm, also es ist schon relativ leicht. Und ja, und weitere technische Daten werde ich euch gleich sagen. Jetzt schauen wir erstmal hier unten weiter. Und zwar haben wir hier ein Mikrofon und den Micro-USB-Anschluss. Auf der linken Seite haben wir den Lautstärkeregler, welcher leider nicht mit Plus oder Minus gekennzeichnet ist, aber okay. Auf der rechten Seite haben wir nichts. Auf der oberen Seite haben wir einmal den An- und Ausschalter und noch den Sleep and Wake Button. Wir haben einen 3,5 mm Klinkenanschluss und hier haben wir so eine kleine Aussparung, wo wir dann die Plastikhülle hier abmachen können. Auf der Rückseite haben wir hier noch ein zweites Mikrofon, welches dazu dient, die Umgebungsgeräusche herauszufiltern. Wir haben hier den Lautsprecher. Wir haben eine 3,2 Megapixel Kamera, welche auch Videos aufnehmen kann, und zwar in 640 mal 800, Entschuldigung, mit 640 mal 480 Pixeln. Wir haben hier den SIM-Kartenslot, ganz normal, also keine Micro-SIM oder so. Aber wir haben dann noch eine Micro-SD-Karte. Einen Micro-SD-Kartenslot, besser gesagt. Und hier könnt ihr dann eure Micro-SD-Karte einlegen. Wir haben einen 1250 mAh Akku. Und ja, das war es eigentlich schon zur Rückseite. So, hier diese Plastikabdeckung finde ich persönlich, gefällt mir sehr gut mit dieser Riffelung. Dadurch liegt das Handy auch gut in der Hand und rutscht nicht ganz so schnell weg. Ja, so, aber ja, genug. Schauen wir uns jetzt erst einmal etwas näher die Software an. Und zwar haben wir hier einmal unseren Lockscreen. So, hier haben wir dann verschiedene Möglichkeiten, wie wir das Gerät entsperren. Wir können direkt in die Kameraeinstellungen wechseln, aber auch in die Nachrichten oder in die Telefonliste oder es einfach entsperren. So, jetzt bin ich hier schon in den Einstellungen drin. Natürlich, normalerweise gelangt man dann hier in den Homescreen. Oder halt dort, wo man sich gerade befindet.
Bei mir war es jetzt zum Beispiel die Einstellung. Und da schauen wir gleich mal, welche Software sich hier drauf befindet. Und zwar ist es ein Android-Betriebssystem mit der Version 2.3.6, namens Gingerbread. Ja, was ich noch dazu sagen kann, und zwar befindet sich intern ein Speicher von 256 MB RAM und ein Speicher von 512 MB ROM. Und ja, wie ich vorhin schon erzählte, man kann eine MicroSD-Karte einlegen und zwar bis zu 32 GB. Okay. Ja, hier haben wir ganz normal unsere Screens, können uns ganz normal hin und her bewegen. Und das Coole, was ich richtig gut finde, und zwar hier dieser 3D-Effekt, dieser, besser gesagt, 3D-Würfel-Effekt, finde ich sehr gut. Vor allen Dingen, weil es ja ein Einsteiger-Smartphone ist, das ist schon so eine gute Oberfläche mitgeliefert bekommen hat, das finde ich richtig gut. Ja, hier unten sehen wir halt, auf welchem Screen wir uns gerade befinden. Und wenn wir eine bessere Ansicht wollen, dann nehmen wir hier die Zoom-Funktion. So, zack, upsala. So, zack. Und hier haben wir alle unsere Screens. Ja. Hier können wir dann immer noch festlegen, welcher Screen unser Startscreen sein soll. Und wir können direkt hier wieder auf den Screen zugreifen. So, Apps können wir ganz gewöhnlich hier wieder entfernen, aber auch hinzufügen. Zum Beispiel, wenn wir etwas länger drauf drücken, können wir Schnellzugriffe oder halt Widgets hinzufügen. Ja, wenn wir Apps hinzufügen wollen, dann müssen wir ins Menü, drücken dann etwas länger auf die App und schon können wir sie auf unserem Screen beliebig platzieren. Ja, auch hier diese drei fest platzierten Apps kann man natürlich beliebig rausmachen, beliebig woanders platzieren. Geht alles sehr gut und sehr einfach vor allen Dingen. Mehr als drei festgelegte Apps kann man leider nicht machen, aber diese drei reichen vollkommen aus. Ja, natürlich haben wir auch eine Benachrichtigungsleiste, die man ganz gewöhnlich hier hoch und runter ziehen kann. Das Coole ist, dass man hier auch noch mal 5 Schnellstart-Sachen, sage ich mal, haben kann. Oder die halt schon drauf sind. Und zwar WLAN, Bluetooth, GPS. Hier kann man nochmal die Daten ein- und ausschalten. Also ob man jetzt zum Beispiel gerade, wenn man jetzt zum Beispiel im Internet ist, dass es dann sofort aufhört, dass man gar nicht mehr im Internet ist und ja, das automatische Ausrichten, wenn man das Ganze jetzt so dreht, zum Beispiel wenn man einen Film schaut, dass das nicht aktiviert ist. Ja, das war's zur Benachrichtigungsleiste. Also ich finde es cool, dass es ja auch nochmal diese 5 Sachen gibt. Gibt es auch nicht bei jedem Hersteller. Ja, was kann man auch so sagen, wenn wir etwas länger hier auf die Starttaste draufdrücken, dann können wir hier das Gerät ausschalten, neu starten, den Flugmodus ein-ausschalten oder das Gerät auf lautlos stellen. Ja, hier kommen wir dann immer zurück auf den Startscreen mit der Home-Taste. Ja, Benachrichtigung kann man auch mit dem Menü-Button machen. Man kommt auch direkt in die Einstellung über den Menü-Button oder hier direkt in die Suche. Ja, weil wir gerade bei der Suche waren,
Da kann ich euch gleich mal die Tastatur, Entschuldigung, die Tastatur zeigen. Und zwar einmal hier eine gewöhnliche Querztastatur mit der Besonderheit, wenn man jetzt die 4 tippen möchte, dann muss man das Ganze hier so runter machen. Und ihr seht schon, die 4 wurde eingetippt. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel hier so ein Eurozeichen haben möchte, muss ich immer hier so draufbleiben und das runterziehen. Ist mal was ganz anderes, habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen, dass es sowas gibt. Und wenn man mit dem Daumen dann das Ganze nach oben zieht, dann wird der Buchstabe automatisch groß. Also ist mal was ganz Neues, was ich wirklich noch nie gesehen habe. Da haben sie sich wirklich mal was einfallen lassen. Und wenn man jetzt zum Beispiel hier irgendein Wort eingegeben hat, dann gibt es natürlich auch wieder eine kleine Auswahl an Wörtern, damit man das ganze Wort nicht eintippen muss. Ja. Smileys gibt's auch. Kann man natürlich auch wieder alles löschen, Zahlen, extra nochmal ein Zahlenpad, sage ich mal.